So, Leute. Willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 4. Wir haben immer noch, wenn nicht alle, die an der Dings vorbeikamen. Und wir spielen jetzt nochmal Kusan. Also, Blackbeard hat ja beim letzten Mal nicht funktioniert. Ich habe aber Kusan ein bisschen aufgelevelt, auch mit neuen Skills und so. Schon im Vorfeld. Dementsprechend sollte das eigentlich gut werden. Ich kann hier gerade nochmal meinen einen Browser zumachen. Also jetzt ist alles zu, was hier irgendwie Leistung zieht. Wenn das Ding jetzt auch nicht schnell läuft, dann weiß ich nicht, woran es liegen soll. Aber Drake steht natürlich super im Weg. Moment. Das ist wieder falsch beschrieben, ne? Wir kämpfen auf der Seite gegen die Marine. War das beim letzten Mal auch schon so? Oder soll das? Ne, Moment, ich glaube, das soll so. Bin mir aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall kämpfen wir wohl auf der Seite gegen die Marine. Ist aber in Ordnung. Kusan hat ja eh die Marine verlassen, von daher ist das voll okay. So, beim riesigen Eisklotz einfach fertig gemacht. Ich finde seinen Y-Angriff so cool, weil da tritt er die einfach weg, alle, die er eingefroren hat. So. Jabura ist erschienen. Hier drüben ist der Anführer. Machen wir doch erstmal den Anführer. Oder ich habe ihn echt nicht besiegt. So, erstmal kurz unter runter. So, ihr beiden. Anführer haben wir erwischt. Jabura hat es überstanden. Na, damit haben wir ihn wohl nicht erwischt. Moment, wir haben. Warum haben wir denn Shanks dabei? Ich meine, Shanks hat jetzt nicht wirklich die Marine verlassen, oder? Oder doch? Ich meine, man hat ihn ja wohl als Informant gesehen, ne? Von der Marine. Was ja schon. Ne? Theorien zumindest bei mir beflügelt. So. Jetzt macht der sich zum Sandmännchen. Ist aber nicht so schlimm, weil das Eis bricht die Verteidigung relativ leicht. Ivankov, haben wir Crocodile? Ne, Crocodile steht da hinten noch. Als Eisblock. Ja, der Ivankov verteidigt den aber wacker, ne? So, werde ich noch mal zu Eis. Gut, Hammer. Wo ist Crocodile ist schon auf uns. Ach, wir sollten nur einen von beiden verprügeln. Wir hatten jetzt beide fast tot.
Aber theoretisch hat der Crocodile die Marine auch verlassen. Auf andere Art und Weise. Er war einer der Chichibukai und dann nicht mehr. So, den auch besiegt. Er hat sogar viel Heilung gedroppt, sehr schön. Übrigens bin ich ab nächster Woche mit anderer Tonqualität hörbar. Ich kaufe mir nämlich ein Headset, wenn alles gut läuft. Muss man dazu sagen, weil ich gucke mir das Ding heute erst an. Und wenn ich dann feststelle, das Ding ist quasi kaputt, dann kann ich es vergessen. Aber wir gucken mal. Vielleicht gibt es mich dann ab nächste Woche in guter Qualität. Oder besser gesagt in noch besserer Qualität. Geht mir mal alle aus dem Weg, ich muss an Kizaru ran. Die haben 17 Angriffe. Und guckt euch an, wie wenig Schaden wir Kizaru machen. Aber ich kann auch aus Eis sein. Ja, Kizaru zählt ja eigentlich als der stärkste der Admiräle. Aber er ist halt auch derjenige, der am wenigsten daran interessiert ist, irgendwie eine hohe Position einzunehmen. Weil er halt immer eigentlich mehr so der Gelangweilte ist. So, den Hammer. Da ist Gab und hier so ein Co. Ja, habe ich noch nicht besiegt. Ich dachte im ersten Moment, ich hätte ihn schon. Oh, Boss ist erschienen. Bosszeit finde ich super. Aber irgendwie will ich auch Gab jetzt gerade noch fertig machen. Jetzt heute so ein bisschen auf glühenden Kohlen. Weil ich heute noch so ein bisschen das ein oder andere vorhabe. Ja, und trotzdem noch... Oh Gott, falsch, ne? Und trotzdem noch einige Aufnahmen fertig machen muss. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich will eigentlich bloß mein Vereisen wieder voll machen. Hab ich? Okay. Gut, wo haben wir gegnerischen Kommandant? Da haben wir gegnerischen Kommandant. So. Da. Schieß mal wieder genau in die Pampa. Und treffe natürlich auch nichts. Was ist denn gerade mit meinem Zielen los? Zielen, wie es nicht geht. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass hier zu viel los ist, weil die verschieben einen auch gerne mal, wegen der Charakterkollision. Ja.
und nehmen einem Gegner weg. Aber das hat getroffen. Immerhin, ey. Problem ist, unser Eis ist jetzt vorbei. Okay, wir konnten uns ein bisschen heilen, das ist schön. Palast fällt bald, hilft dort aus. Nö, ich bringe einfach den Kommandanten um die Ecke. Er will mich nicht an die Heilung lassen. Ja, das hat auch gut geklappt. Rang S. Wir haben so viel Geld wieder. Habe ich beim letzten Mal, am Ende des letzten Partes, alles für hier Aokiji ausgegeben. Aber ist auch alles wieder drin. Also von daher passt das. So, Crew im Kreuzfeuer. Die starken Gegner haben die Strohhut-Piraten besiegt haben, haben sich verbündet, um Rache zu üben. Dränge sie mit Hilfe deiner Verbündeten zurück. Das heißt, jetzt darf man Strohhut-Piraten oder Verbündete spielen. Was haltet ihr denn von Strohhut-Piraten? Aber wer? Wir haben ja beim letzten Mal die Schleuder für Lysop gekriegt. Und ich spiele Lysop ja eigentlich ganz gerne. Dementsprechend würde mich jetzt mal interessieren, hat Lysop einen neuen Skill? Ja, hat er. Die Tabasco-Kugel habe ich noch nicht gekauft. Wow. Lysop Pial Spezial ist jetzt auch nicht, was ich wollte. Ich laufe jetzt einfach mal Querfeld ein. Moment, da drüben ist noch ein Skill. Spezialangriff Pulverkugel, was? Okay, ich habe für Lysop jetzt allen Mist gekauft. Aber sagen wir mal ehrlich, die Schleuder hat hier nirgendwo einen Effekt. Also fragt mich nicht, was Lysops Schleuder bringt. Ich würde nämlich sagen, nix. Nee, ich kann mir überlegen, ob das ein Fehler war, hier Lysop zu skillen. Hätte ich mal lieber Brook oder so zu einem anständigen Charakter gemacht. Aber gut, spielen wir halt Lysop jetzt. 16 Angriff ist doch was. Dann machen wir noch seine Verteidigung hoch, dass er uns nicht direkt krepiert. So. Ja, 15 Verteidigung, das ist doch mal was. Dann machen wir noch ein Stück. Leben vielleicht noch ein Stück. Ja, Leute, das ist doch mal hier Lysop par excellence. So, hier mal mit anständiger Ausdauer. Ja, das ist mal ein Lysop. So. Also auf jeden Fall der stärkste Lysop, den wir hier jemals hatten. Mr. Frieden. So, ich muss ja eigentlich bloß unsere Skills ein bisschen hochpowern. Renn nicht weg, Mr. Free. So, das ist ein schöner Angriff. Ja, meiner ist schöner. Obwohl ich das Gefühl habe, Lysop zieht nicht so wirklich was ab. Oh!
Wow, der hat den Wachsball drauf, okay. Da Mr. Free bisher auch schon ein DLC-Charakter. Wenn nein, der Wachsball scheint neu zu sein. Den habe ich zumindest bisher nie gesehen. Dann wäre Mr. Free als DLC-Charakter denkbar. Dann würde sich in Charaktere, die ich nicht spielen will, einreihen. Die die DLC-Charaktere ja so haben, abgesehen von, wie heißt er? Ja, der T-Rex, X-Drake. Das wäre so der einzige von den DLC-Charakteren, wie so bisher dastehen, den ich vielleicht spielen würde. Aber ganz ehrlich, für ein paar DLC-Charaktere gebe ich hier nicht nochmal so viel Geld aus. Das können sie knicken. Problem ist, wir haben jetzt nicht so wirklich viel Leben. Dementsprechend sollten wir ihn vielleicht besiegen. Ja, gut. Der Impact Wolf macht's. Ja, ist ja jetzt Gott Lysop. Und in seiner Rolle als Gott Lysop muss er ja einiges können. So, das Gebiet gehört uns. So, den haben wir auch. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch lange so weitermachen kann, weil Leben haben wir jetzt nicht mehr wirklich. Okay, aber ich habe Ecki in der Falle. Fehlt eigentlich nur Mr. Two. Perfekt. Okay. Und wieder ein bisschen Leben. Bisschen viel Leben. Kaido und Brook sind aufgetaucht. Ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, noch haben sie Kaido nicht besiegt. Zumindest im Anime nicht. Wie ist er denn? Zu meiner Schande den Manga nicht. Aber ich meine auch im Manga hätten sie ihn noch nicht besiegt. Zumindest so viel ich weiß. Doch, keine Ahnung, wo ist eigentlich der. Da ist der Anführer. Oh, Kaido ist gekommen, um uns zu besuchen. Unsere Falle bringt natürlich gegen Kaido mal gar nichts. Ah. Hab ich dich, Kaido. Vernachlässige meine Deckung schon nicht. Gegnerische Kommandant ist aufgetaucht. Was? Ich dachte, Kaido wäre der gegnerische Kommandant.
Zumindest denke ich, wer wäre ein besserer Kommandant als Kaido? Jemand, der lebt, ist die richtige Antwort. Oh, und der füllt uns nochmal voll auf. Moment, der Kommandant ist direkt... Ach, Jabura ist der gegnerische Kommandant? Jabura, halt mal kurz still. Du bist viel leichter zu treffen, wenn du dich nicht so viel bewegst. So. Ja, Buggy. Einfach nicht mitmachen, ne? Halt dich einfach raus, dann knall ich dich nicht ab. Okay, Gegner besiegt nur ein C. Das muss ich dann nochmal mit irgendwie Whitebeard oder so machen. Aber es hat schon mal gut funktioniert, finde ich. Trotz Lysop. Gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, wir haben jetzt heute tatsächlich mal wieder zwei Missionen in guter Zeit geschafft. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit One Piece Pirate Warriors 4. Bis dann, euer Wolf.